Wir hatten nämlich die Situation, wir sind Diamol Jumprun. Ne? Diamol Jumprun. Ihr kennt die Bäume, die muss man dodgen. Ne? Wir sind in der Mitte. Wir sind hier. Ich weiß nicht, wer sie gepult hat. Ich bin durch. Ich gehe mal zurück, weil ich weiß, ich schaff's sie nicht. Ich habe keine Bubble, müsst ihr bedenken. Ja. Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin so ein Noob, ne? Ich habe auch die falsche Aura noch vom Boss drin. Noch ein Riesenfehler von mir. Und jetzt haben wir die hinten geaddet. Diese drei hinter uns sind geaddet durch den Hunter. Right? Und eigentlich. Jetzt drehe ich mich um. Eigentlich hätten wir jetzt alle stehen bleiben müssen und diese drei Mobs machen. Dann wäre das kein Problem. Ich bin weitergerannt. Hab aber die, glaube ich, nicht geaddet. Ich glaube, die Hunter nimmt die nochmal mit. Ich weiß, ob ich sie geaddet hätte, aber der Hunter hat sie geaddet. Na, die nochmal mit dazu. Also haben wir 6 Mobs. Und das Problem mit diesen Mobs werdet ihr gleich sehen. Ich habe keine Bubble, wie gesagt. Ja. Ich gehe rein. Ich hätte vielleicht auch nicht reingedurft, aber ich musste rein. Weil ja überall Mobs hier langlaufen. Also musste ich irgendwie rangehen. Problem ist, die machen den AoEs dann. Also kann ich sie nicht militanken. Und dann habe ich ein bisschen gepanickt und wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Ich war ein bisschen panicked hier. Jetzt hat er AoE-Dings. Ich habe ihm noch ein Ding gegeben. Habe ich nochmal reingehealt. Dann laufe ich weg. Ich habe erst den Tank hochgehealt. Ja, erst den Tank gesichert, bevor ich mich... Ich bin immer noch auf 30%. Na, ich habe erst geschaut, dass der Tank wieder fein ist. Jetzt habe ich luckily einen Crit bekommen. Jetzt hehle ich die anderen Leute hoch. Healer. Dings, jetzt sind wir stabilisiert. Ne? Jetzt ist super stabilisiert alles. Ab diesem Moment können wir die eigentlich machen. Ne? Ich habe 70% Mana. Alle Leute sind am Leben. Also hätten wir einfach nur weiter diese 6 Mobs machen müssen. Right? Es kommt ja nichts mehr. Es sind nur diese 6. Das Problem ist, ihr dürft sie, wie gesagt, nicht in mich reinziehen. Wenn die in mich reinkommen, kriege ich wieder einen Stun-Up und kann ich nicht healen. Und das Problem ist, ich kann ja nicht weiter wegrennen. Ich kann ja nicht, wenn die jetzt die zu mir ziehen, was gleich passieren wird... Pass auf. Hier. Einfach die weitermachen. Ne? Sind 6 Mobs, aber die kriegen wir hin. Die healen zwar hoch. Right? Die healen sich zwar hoch, aber die gehen out of Mana, die Mobs. Und jetzt zieht er sie in mich rein. Und das könnt ihr nicht tun. Ihr könnt ja nicht die Mobs... Also wieso werden die Mobs hier gezogen? Ist meine Frage. Das dürft ihr nicht tun. Ich sage jetzt im Stream, im Hintergrund sage ich immer, wieso zieht ihr die in mich rein? Wieso, wieso, wieso? Ich gebe nochmal einen Lichtblitz. Und jetzt bin ich links gelaufen. Hier lang. Damit wir diese drei nicht noch mitnehmen. Ja. Weil dann dachte ich, okay, gehen wir jetzt auf jeden Fall hier hin. Dann nehmen wir diese drei nicht noch mit. Ich gebe nochmal eine große Heilung drauf. Und jetzt ist die Sache. Jetzt ist ein Wipe. Weil wir noch 3 weitere Mobs haben. Ich habe einen Heal angesetzt gerade. Und ihr überlegt euch vielleicht, wieso hat er den Heal nicht durchgeballert. Gerade eben noch ein Heal. Jetzt denkt ihr euch, okay, wieso gibst du diesen Heal nicht durch auf dem Warrior? Ich habe keine Bubble. Das ist der Grund, wenn ich den durchgehauen hätte, wären diese Mobs, die jetzt gerade geaddet wären, sofort auf mich gegangen. Das wäre Heal-Aggro gewesen. Dann hätte ich 3 Stomper auf mir gehabt und hätte ich gar nicht mehr healen können. Ja? Deswegen habe ich geschaut, okay, vielleicht kommt der Warrior noch mit noch ein bisschen Dings. Und jetzt habe ich reingehealt, kleine Heals. Ja? Der Warrior musste erstmal ein bisschen dingsen, aber jetzt war er verloren. Deswegen, was machst du jetzt? Ich gehe nochmal hin, bin nochmal rangelaufen, hab nochmal versucht, irgendwie zu healen. Aber ich konnte nicht mehr ran, wirklich. Ich hätte vielleicht einen Lay on Hands raufballern können. Aber in dem Moment hat niemand mehr gefightet. Guck mal, wo der Healer, wo der Warlock ist und der Hunter auf der Minimap. Die beiden DPS sind schon lange weggerannt. Also auch wenn ich beim Tank geblieben wäre mit Lay on Hands, hätte ihn durchgeblastet. Wir hätten diese Mobs, die 9 Mobs, nicht down bekommen. Weil wie gesagt... Die beiden, ja, die beiden Lümmel hier, haben es schon reingehauen. Ne? Die haben gar nicht mehr versucht, irgendwas zu machen. Kein Mass-4, keine Slow-Trap vom Hunter, gar nichts. Kein Pet-Tanking. Der einzige, der noch mit dran war, war der Rogue und der sprintet jetzt weg. Jetzt haben wir 1000 Mobs dran. Was ich jetzt mache gerade, hier ist er leider gestorben, der gute Berit. Was ich jetzt machen werde, ich gehe aus der Gruppe raus. Ne? Ich gehe aus der Gruppe raus, warte auf meinen Teleport, gehe hier rauf auf
den Reset-Spot, das ist ein Reset-Spot in DMEs und warte auf meinen Teleport. Ich hätte dem Hunter, den Warrior vielleicht, ja, Segen der Rettung hätte was gebracht wahrscheinlich. Das stimmt. Das wäre vielleicht der Play gewesen. Aber die Frage ist, kommt er mit Segen der Rettung raus? Ne? Aber hier, hier ein Segen der Rettung auf. Ja, eventuell hier ein Segen der Rettung. Eventuell wäre er noch weggekommen. Also ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht, definitiv. Aber, I don't know. Ich weiß nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Ja. Es war einfach schlecht gespielt. Wir hätten nur 3 spielen müssen. Maximal. Tut mir leid um den Warrior. Ja. Always Hunter pulling, ja. Aber ich weiß auch nicht, wieso, also ich weiß nicht, wieso er gepullt hat, ehrlich gesagt. Aber wieso auch so viele da gepullt worden sind. Da wollte ich nochmal healen. Da ist nämlich jetzt die Sache. Ich gucke nochmal rein. Ich wollte healen, aber der war out of range, ne? In dem Moment wollte ich nochmal reinhealen. Schaut mal. Hier wollte ich nochmal reinhealen, weil jetzt ist er wieder zurückgelaufen. Naja. Tut mir leid. Aber RIP. Das tut sehr weh, ey. Holy moly.